Willkommen zu Kita Today, unserem fast-reaktivlichen Kita-Format. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus von den Kita-Rechtlern und mit mir ist meine sehr geschätzte Kollegin Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Hallo. Und wir müssen über die Kita-Webseiten reden. Manche haben die ja ganz toll ausgebaut mit Filmen, mit irgendwelchen Elterninformationssystemen im Hintergrund, mit allen möglichen Extras und manche Träger haben das etwas spartanisch angehen lassen und da sieht die Webseite vielleicht noch so aus wie vor 3-4 Jahren. Das ist uns aber auch relativ egal. Das möge jeder Träger, jede Einrichtung so halten, wie sie es will. Aber es ändert sich immer etwas im Hinblick auf den Datenschutz und es gibt da so solche kleinen Programme, die nennen sich Cookies und mit denen oder für diese muss man jetzt ein bisschen anders die Webseite gestalten, wenn man sie denn einsetzt. Frau Kollegin, wovon rede ich denn? Ja, also Cookies, ich will gar nicht so ins Technische gehen. Cookies sind sozusagen kleine Dateien, die auf dem Rechner oder auf dem Endgerät des Besuchers abgelegt werden und für eine Wiedererkennbarkeit sorgen. Das heißt, man möchte irgendwie erreichen, dass, wenn ich die Webseite benutze, wenn ich mich da einlogge zum Beispiel, dass ich eingeloggt bleiben kann und dafür werden Cookies benutzt. Es gibt da verschiedene Cookies. Es gibt notwendige Cookies. Es gibt, die also irgendwie für das Funktionieren tatsächlich der Webseite erforderlich sind. Dann gibt es Cookies, die sind von irgendwelchen Drittanbietern, weil zum Beispiel Karten eingebunden werden oder Schriften irgendwo hergeladen werden oder weil der Facebook-Like-Button eingebunden ist oder sonstiges. Also das ist alles, sind Cookies von Drittanbietern und es gibt die eigenen Cookies, die für das Funktionieren erforderlich sind. Und es gibt jetzt eine relativ neue Entscheidung des Bundesgerichtshofs, der sagt, dass man doch bitte im Sinne des Verbraucherschutzes nicht mehr einfach nur darauf hinweist, dass hier Cookies gesetzt werden, sondern dass es zwingend erforderlich ist, dass man quasi direkt beim Raufkommen auf die Seite die Auswahl haben muss, ob solche Drittanbieter-Cookies gesetzt werden. Notwendige Cookies dürfen wohl immer noch gesetzt werden, aber diese ganzen nicht notwendigen Cookies, die für Statistiken, die für den Facebook-Like-Button oder sonstiges, alles, was nicht notwendig ist, damit die Technik funktioniert, da muss der Benutzer zustimmen. Und natürlich sagt das Gericht nicht, bitte seid so nett, sondern hat gesagt, nur wenn ihr euch nicht daran haltet, dann kann euch entweder der böse Wettbewerber abmahnen oder es gibt ja jetzt auch über die Datenschutzgrundverordnung, die uns ja im letzten Jahr sehr stark beschäftigt hat, auch die Möglichkeit, dass da mit Bußgeldern gearbeitet wird. Das bedeutet also, wer als Trägerverantwortliche sich auch um die Webseite irgendwie kümmern darf, weil irgendwie gehört es ja zum Verantwortungsbereich, auch wenn irgendjemand anders sie vielleicht gestaltet hat, sollte mal auf Forschungsreise gehen, ob irgendwelche Cookies, warum auch immer, von der Seite benutzt werden und ob das womöglich welche sind von Drittanbietern oder die für Werbezwecke oder nicht für den notwendigen Betrieb der Webseite gebraucht werden. Weil dann muss die Belehrung, vorher war es eine Belehrung, ein bisschen anders gestaltet werden, nämlich, dass man eine Möglichkeit hat, meine Kollegin hat es ja gerade gesagt, das zu verhindern, dass irgendwer da irgendwas macht mit Ausspionieren, zumindest des Nutzerverhaltens. Insofern, wer eine Webseite hat, die ein bisschen angestaubt ist, sollte darauf nochmal gucken. Wer sich nicht ganz sicher ist, Cookies, haben wir sowas, weiß ich doch gar nicht, kann das wirklich sehr einfach mit entsprechenden Programmen oder mit Webseiten aus dem Internet einfach herausfinden lassen. Das kann man wunderbar googeln und dann bekommt man so eine Eingabemasken, da kann man dann seine Internetadresse eingeben und dann wird einem schon angezeigt, was da so alles zu finden ist. Das als Ratschlag unsererseits. Wir wollen ja nicht, dass ihr mit irgendwelchen Bußgeldern am Ende belegt werdet. Das Geld ist bei den Kindern weitaus besser aufgehoben. Insofern bitte beachten. In dem Sinne, bleibt gesund. Ciao. Tschüss.